Es wird mysteriös heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist Svenny von Svennys Bastelshop. Ich habe da mal ein Diamond Painting Bild für dich. Also aktuell muss ich ja echt sagen, ich könnte Videos drehen noch und nöcher. Ich komme nur nicht so schnell mit dem Schneiden hinterher. Die Videos drehen sich zurzeit so ziemlich alleine. Und diese Woche war auch etwas, ja, nehmen wir es mal anstrengend. Es kamen einige Lieferungen. Und die ganzen Lieferungen, die muss man ja natürlich im Shop eingeben. Das macht leider keine Fee. Und vorhin wollte ich noch was am Blog ändern, beziehungsweise Beiträge ändern, aber irgendwie ging da gar nichts mehr. Ich habe alles doppelt gemacht. Und da habe ich gedacht, nein, jetzt ist Schluss. Jetzt machst du was anderes. Mit meinem XXL-Bild bin ich auch noch nicht so weit gekommen. Also die Wochenaufsätze war eine gute Idee. Die Ausführung, ja, geht so. Ja, mein Problem ist jetzt etwas, ich will ja nicht immer nur dir das Gleiche zeigen. Also ich will ja auch etwas Abwechslung geben. Und wenn ich jetzt nur konsequent immer an den einen Bild arbeiten würde, wäre das ja kein Problem. Aber so würdest du ja wochenlang immer nur das gleiche Bild sehen. Und deswegen bin ich etwas im Rückstand. Sei denn, du sagst, dich stört es nicht, dass du jetzt ein paar Mal nacheinander immer das gleiche Bild siehst, dann würde ich das natürlich durchziehen. Dann würde ich extrem Painting machen und dieses Bild painten. Ich habe hier ganz galant gleich mal die falsche Farbe aufgeklebt. Geht ja schon gut los. Ich glaube, hier in der Mitte war noch irgendwo eine 3, aber naja, gut. Ist mir jetzt egal. Sieht man dann sowieso nicht mehr. Doch, Tini wird sehen, aber verzeih mir bitte. Ich weiß es jetzt auch echt nicht mehr, wo ich das gerade hingeklebt habe. Guck mal, wenn du dieses Mystery-Bild hast und das noch nicht gepaintet, dass du jetzt dieses Motiv hier nicht erkennst. Also in der Kamera sieht man das ja immer etwas eher als... Also ich habe jetzt wirklich noch keine Ahnung, was es ist. Also selbst hier von dem... Ich weiß es nicht. Also ich hoffe mal, dass du das nicht siehst. Ich werde das auf jeden Fall kennzeichnen, dass das ein Mystery-Bild ist. Und ich denke mal, dann weiß auch jeder Bescheid. Also das ist ja schon etwas älter. Das ist die Nummer, welche ist es? 78. Also das ist schon etwas älter. Das ist, ich glaube, sogar vom letzten Jahr noch. Ja, ich glaube. Also wahrscheinlich haben das schon die meisten gepaintet. Nur ich bin die Letzte. Aber so ist das nun mal. Also die 5 ist ja hier extrem oft jetzt da. Ich habe keine Ahnung, wo überall. Auf jeden Fall oft. Also es gibt jetzt hier bei mir auch kein System, dass ich mir das jetzt hier abgesteckt hätte. Nö, das mache ich ja nicht. Das ist ja nur ein kleines Bild. Das ist 30x40, also... Das könnte man an einem Wochenende painten. Ja, ich nicht. Also ich kann sowieso nicht so lange painten, weil ich da echt dann Migräne bekomme, weil es ja nur auch eine komische Haltung ist. Und deswegen painte ich lieber immer ein kleines Stück und dafür regelmäßig, als jetzt einmal Hardcore painten, mehrere Stunden und dann nächsten Tag wieder ausgenockt zu sein. Das muss nicht sein. Was hast du schon gesehen? Ich veröffentliche jetzt 3 Videos die Woche. Also ich habe es wirklich durchgezogen. Also so lang ist es ja noch nicht. Also wenn das Video online kommt, da ist dann schon wieder etwas Zeit vergangen. Weil ich habe nämlich noch 2 andere Diamond Painting Videos, die ich dir erst zeigen muss. Und ich weiß nicht, wann. Ich habe echt zu viele Videos gedreht. Also ich habe so ziemlich jedes Mal, wenn ich gepaintet habe oder gebastelt habe, also beim Basteln auf jeden Fall jedes Mal, und wenn ich gepaintet habe, so fast jedes Mal dich mitgenommen. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich dann auch etwas lang. Und man muss es ja schneiden. Ich zeige dir ja hier nicht alles. Zum Beispiel schneide, wenn ich sie umfülle, ups, oder wieder massiere, das schneide ich alles raus, weil... Also nicht umsonst haben ja meine Videos, wenn ich die anfange mit Schneiden, so 3 Stunden, also gerade die Diamond Painting Videos, die sind meistens 3 Stunden. Und ich versuche das Ganze immer auf 1 Stunde maximal zusammenzuschneiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eins habe, was ich fast beende, dann kann es auch mal länger sein. Aber
So versuche ich das wirklich mit einer Stunde. Ich wollte dir nur irgendwas erzählen, wenn ich noch wüsste, was. Also mit dem Blog hatte ich ja vorhin angefangen, ja, der ist in Arbeit. Aber manchmal ist echt meine Konzentration weg. Also da ist sie weg, bist gar nicht mehr da. Echt manchmal schlimm. Aber das ist dann immer so für mich der Punkt, wo ich merke, okay, es war heftig diese Woche und jetzt muss ich einen Gang zurückschalten. Ich will mich ja auch nicht selber wieder ins Ausschießen. Und ich habe es bis jetzt echt gut hingekriegt. Also, ich war zum Beispiel diesen Winter noch nie krank. Holz geklopft. Das will ich auch nicht werden. Das muss nicht sein. Ich habe da keine Lust drauf. Das bei mir ist wirklich, wenn ich krank bin, ist meistens stressbedingt. Und das Problem ist dann immer, wenn ich einmal krank bin, dann bin ich das über mehrere Wochen. Also das ist dann nichts, dass ich dann sage, okay, in 2 Wochen, spätestens 3, bist du wieder fit. Nee, kannst du vergessen. Also wenn man auch immer sagt, die Regel hier, 3 Tage kommst, 3 Tage bleibst, 3 Tage geht's, da kannst du bei mir locker bei jeder Zahl eine Null ranmachen. Ganz so schlimm ist es nicht, aber nah dran. Also vom, dass es 3 Tage kommt, davon merke ich gar nichts. Das geht von 0 auf 100 los. Dann bleibt das Ganze mehrere Wochen und dann irgendwann wird es wieder ganz leicht besser und das dauert aber noch mal mindestens genauso lang. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich bisher mich da durchgehangelt habe und ich auch versuche, nicht jetzt mich in großartigen Stresssituationen zu begeben. Also ich meine, klar ist manchmal der eine Tag anstrengender wie der andere. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist dann bei mir eher, wenn ich dann noch 50.000 andere Dinge zu tun habe und dann merke, es wird nicht. Egal was, es wird einfach nicht. Es läuft nicht. Es klappt nicht. Das ist dann so bei mir die Stresssituation. Und deswegen habe ich vorhin gedacht bei dem Blog, ja. Also er ist ja schon jetzt, ich glaube, 3 Wochen. 3 Wochen, glaube ich, muss ich noch aufholen. Also, oder 2 Wochen? Ne, 2 Wochen. Also, es wird. Aber es gibt echt so viel einzustellen. Und wenn ich das jetzt mache, dann will ich das ja auch gleich fertig machen bei jedem Beitrag, weil ich bin kein Freund davon, dann erstmal nur die Beiträge hochzustellen und dann die Änderungen mache ich alles später, weil mache ich alles später, mache ich alles später, weißt du genau, das macht man nie. Und ich bin da echt kein Freund davon. Und deswegen mache ich das lieber gleich. Und da dauert das natürlich. Und wenn man sich dann auch nicht richtig drauf konzentriert oder nicht mehr konzentrieren kann oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte, dann wird das nichts. Dann ist echt so, da wird das wird einfach nichts. Und deswegen mache ich das einzig Vernünftige, ich pende jetzt eine Runde. Wobei ich jetzt sagen muss, ich könnte auch etwas basteln, aber das habe ich schon gemacht. Also ich habe vorhin ein Video fertig gedreht, was ich schon gestern, vorgestern hatte ich angefangen, gestern hatte ich keine Zeit. Da war ich mit meinem Mann essen und habe noch im Block gearbeitet und da hatte ich nicht Zeit, das Video zu drehen und das habe ich dann heute gemacht. Und das ist auch sowas. Ich muss hier die Videos auch schneiden. Ich muss hier alle Videos schneiden. Also zurzeit könnte ich echt hier jeden Tag ein Video zeigen. Ich habe ja auch schon welche fertig. Ich meine jetzt keine Reels, ich meine wirklich richtige Videos. Deswegen sage ich, ich habe so viele Videos zurzeit. Nee, ich weiß nicht. Ich sag mal, wenn ich das jetzt machen würde, dann müsste ich das ja durchhalten. Dann müsste ich das ja wirklich regelmäßig machen. Und ich bin da echt kein Freund davon, irgendwas anzufangen und dann mittendrin aufzuhören oder dass mal die Zeit sein, dass es mehr zu tun gibt, weil nächstes Jahr, Quatsch, dieses Jahr bekomme ich wahrscheinlich ein neues Zimmer. Also, wir fangen damit an. Ich glaube nicht, dass wir das alles dieses Jahr schaffen, weil das ist echt viel. Das ist einmal alles umgebaut. Nur wegen mir. Aber ich möchte gern ein größeres Bastelzimmer haben. Was heißt möchte? Ich brauch's einfach. Ja,
Jetzt ist sie klein schon wieder. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich schon jetzt hier um Haus umgezogen bin, aber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfmal. Also fünfmal ganz locker. Ich habe jedes Mal die Zimmer gewechselt. Und die waren natürlich dann immer etwas größer. Und jetzt habe ich aktuell nicht das größte Zimmer, aber eins mit der großen. Und das ist etwas zu klein. Nicht viel. Quatsch, es ist wirklich zu klein. Und ich habe die Idee schon länger, aber eben, es ist einmal alles umbauen. Und das ist echt zeitintensiv. Und jetzt sich darüber Gedanken machen, dass man Handwerker kriegt, da fangen wir gar nicht damit an. Wir machen das alleine. Und mein Mann arbeitet ja nebenbei, ich arbeite noch nebenbei so etwas. Und dann will ich das natürlich auch mit den Videos weiterhin durchziehen. Also kann ich ja jetzt nicht schon sagen, okay, ich veröffentliche jeden Tag ein Video, wenn ich weiß, ich habe in einem Monat nicht mehr die Zeit dazu, jeden Tag dann ein Video zu veröffentlichen. Also, aber zurzeit läuft es echt verrückt. Was das Lustige ist, je mehr Videos ich veröffentliche, desto mehr Abonnenten bekomme ich. Es ist immer noch, es ist der reine Wahnsinn. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viele Abonnenten habe. Wo ich damals damit angefangen habe, ich gedacht, ja, wenn du mal vielleicht 10 Mann dann am Ende hast und die deine Videos gucken und von den 10 Mann vielleicht, naja, 50% gucken und 50% nur abonniert haben, habe ich schon viel erreicht. Und jetzt bin ich bei fast 900. Also, es kommen mal welche dazu, dann geht mal wieder einer oder zwei, dann kommen wieder welche dazu. Auf jeden Fall bin ich jetzt fast bei 900. Wer weiß, vielleicht ist auch schon mehr, wenn ich dieses Video jetzt hier veröffentliche. Weil also das Video hier wird erst noch, das wird ein paar Tage dauern, bis ich das veröffentlichen kann. Weil, wie gesagt, ich muss erst die anderen hier zeigen, weil sonst macht das Video wiederum keinen Sinn. Und ich habe noch zwei fertige Diamond Painting Videos. Also die sind schon bei YouTube, aber noch nicht veröffentlicht. Ein oder zwei muss ich noch schneiden und dann eben jetzt schon wieder das. Deswegen sage ich, ich müsste echt mehr Videos veröffentlichen. Ach, das ist hier mein. Das kommt hier rein. Das hatte ich vorhin schon mal reingeklebt, aber irgendwie ist das am Stift hängen geblieben. Also jetzt sind ja hier ganz viele Fünfer. Ich habe ja vorhin hier noch andere gesehen. Die sind ja wieder weg. Hier sind sie. Bald geht auch wieder die Gartenzeit los. Und da ist ja auch immer etwas zu tun. Also ich übertreibe es nicht. Ne? Ich mache da jetzt nicht so extrem Anbau. Nein. Im Endeffekt kommt etwas ins Gewächshaus und ins Hochbeet und gut ist. So, das Gewächshaus, das ist bewässert, das regelt sich alleine. Ist Hochbeet auch und von daher habe ich nicht so viel zu tun. Nein, klar, mit Unkraut immer mal gucken, aber das meiste, was bei den anderen Unkraut ist, nehme ich als Hasenfutter und damit ist das auch immer relativ. Also die fressen das natürlich sehr leidenschaftlich gern. Und im Sommer bekommen die auch nur Zeug aus dem Garten, also da kaufe ich nichts. Ich gehe aber auch nicht irgendwie zu fremden Wiesen und sammle dort was. Wir leben in einer Großstadt und da wirklich Wiesen zu finden, die nicht als Hundewiese missbraucht werden, ist, naja, sagen wir mal, fast aussichtslos. Nee, also ich mag das nicht. Im Garten wächst genügend, die haben alles Mögliche. Und da geht es dann auch bald wieder los. Das ist schön. Also wir haben auch hier Bäume und eben ganze Schnickschnack. Wenn ich jetzt irgendwas Neues kaufe, also einen Baum, Pflanze, irgendwas, passe ich direkt auf, dass es wirklich für die Kaninchen geeignet ist.
Also außer bei der Palme, die dürfen sie nicht fressen. Die sind giftig, aber sonst alles andere gucke ich schon. Gut, ich habe noch Yucca, dürfen sie auch nicht fressen, aber so im Großen und Ganzen gibt es überwiegend Zeug, was sie fressen dürfen. Ich habe letztes Jahr... War das letztes Jahr? Ja, ich glaube, letztes Jahr hatte ich ein Blumenbeet neu angelegt und da habe ich auch direkt nur Stauden gekauft, die eben Kaninchen fressen dürfen. Weil das sind nämlich kleine Blumenliebhaber. Und das war immer etwas Mangelware. Also die Blumen nicht an sich, aber es war Mangelware, Blumen im Garten zu haben, die die Kaninchen fressen dürfen. Wir hatten viele Blumen, oder einige Blumen, meint viele. Wir wollen es mal nicht übertreiben, aber eben die meisten waren nicht unbedingt kaninchenkompatibel. Und jetzt habe ich eben wirklich, also die anderen sind noch da, aber jetzt die neuen, das ist alles Kaninchenzeug. Und ich habe das auch alles so angelegt, dass wenn wir jetzt mal nicht da sind, dass dann andere Personen die Kaninchen füttern können und auch wissen, was sie da nehmen können. Ich meine, man kann von anderen ja nicht verlangen, dass sie wissen, welche Pflanzen die Kaninchen fressen dürfen und welche nicht. Also von daher habe ich das dann schon so gemacht, dass das relativ sicher ist. Also ich habe jetzt hier noch die 5, aber die anderen hier drüben sehe ich jetzt nicht. Ich will auch nicht zu weit hinüber. Wird ja auch wieder nichts. Irgendwas wollte ich dir noch erzählen, aber ich habe keine Ahnung mehr was. Das wollte ich dir schon beim letzten Diamond Painting Video erzählen, aber da habe ich es auch nicht erzählt. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich muss mir das mal aufschreiben. Das Schlimme ist, vorhin wusste ich es ja noch. Ich hatte ja vorhin, ich habe das erzählt, ich hatte vorhin das Bastelvideo noch gedreht. Und da wusste ich es noch. Nee, Quatsch, Haar. Und dann habe ich so gedacht, ach, da könntest du dann eigentlich gleich noch ein Video drehen und kannst das noch erzählen. Ja, aber ich habe keine Ahnung mehr. Das wird immer schlimmer. Vielleicht fällt mir es noch ein. Ich hatte ja erst mal ganz nette Kommentare unter meinen anderen Videos, dass eben viele auch das Bild haben, das Snow Castle. Sorry, wenn ich manchmal etwas böse rede. Aber seid ihr ja gewohnt. Mache ich immer. Das ist, wenn mein Kopf schon eine Spur weiter ist und mein Mund immer noch hinterher hechelt, dann kommt sowas dabei raus. Also ich möchte es echt zu gerne binden. Ich möchte es wirklich so gerne binden, aber ich bin aktuell noch etwas vernünftig. Davon abgesehen, dass ich sowieso keinen freien Platz habe, weil ich meine Steine immer noch nicht umgefüllt habe. Ich weiß echt nicht, was ich damit machen soll. Ich habe auch keine Lust, die umzufüllen. Also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe mir ja eine Box gekauft, da habe ich ja schon Steine drin. Und auch die Bilder, die ich damals dazu gemacht hatte, die ganzen Aufkleber dran waren, die habe ich mit da reingelegt. Das habe ich schon alles, aber ich habe trotzdem keine Lust, die Steine umzufüllen. Und selbst wenn es die gleiche DAC-Nummer ist, der Farbunterschied ist ja trotzdem immer da oder kann da sein. Also, ja. Weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, ob man die Steine noch mal braucht. Na klar, man kann dann natürlich selbst mal irgendwann ein Bild painten, aber ganz ehrlich, das werde ich nie machen, weil ich habe so viele Bilder. Ich habe mein Leben lang damit zu tun, dass ich die Bilder erstmal painte. Und da brauche ich mir nicht Gedanken machen, dass ich irgendwann mal ein eigenes Bild painte. Und dann ist ja immer noch das Problem, ich habe nicht genügend Steine, um dass ich damit ein ganzes Motiv zusammenbekomme. Das Einzige wäre vielleicht ein Mandala, dass man ein Mandala macht. Weil dann ist es ja mit den Steinen relativ... Da braucht man zumindest für den Innenkreis nicht so viele. Aber ich weiß auch nicht. Nee, also ich habe irgendwie keine Ambition, die Steine aufzuheben. Und ich habe auch keine... Ich habe auch keine Lust dazu, die aufzuheben. Also, weißt du, ich habe... Oder kannst du mal... Ich habe keine Lust, die umzufüllen. Deswegen sind eben jetzt auch von allen fertigen Bildern noch die Steine nicht umgefüllt, sondern von vielen. Also ich meine, Bau hat er schon gemacht, aber von den letzten sind alle noch nicht umgefüllt, weil ich irgendwie, ich habe keinen Bock dazu. Ich weiß nicht. Das einzige Problem, was ich sehe, wenn mir doch mal irgendwo ein Stein rausfällt, warum auch immer, dass ich dann die Farbe nicht mehr habe. Das ist so mein einziger Gedankengang, wo ich sage, okay, deswegen musst du vielleicht die Steine doch aufheben. Aber ich will die Steine nicht aufheben. Ich will sie aber auch nicht wegschmeißen.
Ich weiß auch nicht. Ich will es aber auch nicht alle durcheinander schütten. Das. Nee, das will ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich bin etwas ratlos. Das Gute ist natürlich, damit kann ich keine neuen Bilder anfangen. Ja, ich weiß, das hatte ich bei dem anderen Bild schon mal gesagt, dass ich mir keine Box kaufe. Dann kam der Flamingo. Das zählt nicht. Sowas kann mir immer passieren. Das ist nicht gesagt, dass mir das nicht nochmal passiert. Aber so im Großen und Ganzen gucke ich auch aktuell in diversen Diamond Painting Shops nicht, was es für neue Aufbewahrungen gibt. Und da bin ich schon mal so ziemlich sicher, dass ich nicht wieder irgendwas angezeigt bekomme, was ich dann letzten Endes mir kaufe und eigentlich gar nicht kaufen will. Weil ich auch wirklich genügend habe. Also ich meine mal ehrlich. Und ich bin wirklich nicht der Freund davon, gerade beim Diamond Painting, ich bin echt nicht der Freund davon, mehrere Bilder anzufangen. Also ich habe jetzt 1, 2, 3 angefangene, 4 angefangene. Gut, eins ist meine Mondfinsternis. Ich weiß nicht, wo ich das mal gekauft habe, aber die schwarzen Steine, das ist überwiegend schwarze Steine, also ein paar graue Steine, aber überwiegend schwarze Steine. Und die schwarzen, die sind echt nicht so gut von der Qualität. Also die sind alle unterschiedlich. Und damit ist das wirklich anstrengend. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich mir nicht schwarze Steine nachbestelle, die dann wirklich gut sind. Also Diamond Art Club hat leider keine schwarzen Steine, die sie verkaufen, weil die wären mir die liebsten, weil da weiß ich ganz genau, okay, da ist die schwarz in Ordnung, gefällt mir. Also ich habe jetzt vielleicht viertelstes Bild, ungefähr ein viertelstes Bild, aber es macht keinen Spaß. Und der Rest sind, also bis auf das, mein über 100.000 Steine Bild habe ich noch, dann habe ich mal ein Hochzeitsbild angefangen und Papagei, fehlt nur eins. Also das Dämonenfinsternis, das Hochzeitsbild, der Papagei, das Bild. Hatte ich nicht gerade gesagt, 5 Bilder? Ich weiß nicht, was das 5. ist. Keine Ahnung. Also sollten irgendwann mal Kommentare übrigens bei meinen Videos verschwunden sein. Ich hatte das ja schon immer mal bei anderen gehört. Ich weiß nicht, ob es bei mir der Fall ist. Keine Ahnung. Ich habe noch nichts darüber gehört, dass jemand, also mir hat noch niemand geschrieben, dass es sagt, der Kommentar ist nicht veröffentlicht worden. Ich veröffentliche alle Kommentare, also meine Videos sind auch so eingestellt, dass alle Kommentare veröffentlicht werden, außer bei 2 Videos mit der Kundenreklamation, weil vielleicht hast du die Videos geschaut. Da habe ich wirklich Sperre drin, dass ich mir die Kommentare erst anschaue, weil das ist jetzt wieder mal Kommentar gewesen. Mit einem Fake-Account und das war definitiv ein Fake-Account und dann wieder so ja, mi. Und den Kommentar schalte ich dann auch nicht frei. Wenn man kommentieren möchte, sage ich, kannst du das gerne mit deinem richtigen Namen bei YouTube machen. Also nicht deinen richtigen Namen, deinen richtigen Namen, aber eben deinen Namen bei YouTube. Und wenn du dann meinst, dass du da mit einem Fake-Account kommentieren musst, ja sorry, dumm gelaufen. Konstruktive Kritik veröffentliche ich schon. Aber das war einfach nur dämlich. Aber sonst tue ich wirklich alle Kommentare veröffentlichen. Also wenn da mal irgendwas sein sollte, schreib mir's. Ich hatte ja von Teenie Schnickschnack jetzt noch ein anderes Bild fertig gepaintet. Das war das Halloween-Bild. Aber hier muss ich sagen, sind die Steine echt besser. Also noch besser als bei dem anderen. Bei dem anderen, die waren nicht schlecht, aber bei dem hier sind sie noch besser. Selbst die 310, die ich bisher gepaintet habe, die ist in Ordnung. Und die Steine von der Menge reichen eben auch. Ne? Also ich glaube, das war jetzt die letzte 3. Knapp bemessen, aber es reicht. Also ich habe echt keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht siehst du es ja in dem Video schon. Mal gucken, wenn ich das Video schneide. Vielleicht sehe ich es dann, aber so jetzt. Ich habe schon ein paar Mal geguckt. Ich habe mal ein Mystery-Bild gepaintet. Also von dem. Das war ein großes. Und da habe ich es auch nicht gewusst. Da habe ich wirklich bis zum Schluss nicht gewusst. Und am Ende war es 2 Kois. 2 oder 3? Ich glaube 2.
Dann wirklich, das war bis zum Ende so spannend. Und selbst als sie dann schon ziemlich fertig waren, hat man es nicht erkannt. Ich bin immer von irgendwas anderes ausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Motiv ich damals ausgegangen bin. Das ist zu lange her. Aber da habe ich wirklich immer das andere Motiv. Also ich habe immer das Motiv gesehen. Halt, hier sind noch zwei. Oder ist das C? Nee, das ist C. Jetzt weiß ich, warum ich C gerade in der Hand hatte, weil hier C ist. Also wenn ich anfange mit dem Bild, ich gucke dann immer so hier grob drüber, was ich für Farben sehe, und die nehme ich, die tue ich mir dann gleich immer aus meiner Kiste rausnehmen und stelle die daneben hin, dass ich die dann sehe. Und irgendwie sind die Farben dann wieder weg und dann kommen sie wieder. Was ich auch immer mache, was eigentlich absolut umständlich ist, dass ich erstmal einzelne Farben pinne, wo eben wirklich nicht so viele sind, und dann eben zum Schluss die großen Flächen. Wie zum Beispiel hier, ich könnte die 5 eigentlich gleich pinnen, aber nein, ich mache erstmal die ganzen anderen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber gut. Also ich finde, die großen Flächen lassen sich dann leichter pinnen, weil man nämlich dann mit dem Mehrfachaufsetzer gleich vorwärts gehen kann. Also Mehrfachaufsetzer ist ja bei mir witzig. Mehr als ein Dreieraufsetzer verwende ich nicht. Es wird einfach nichts. Weiß auch nicht. Also ich habe eine Schablone da. Aber vielleicht setze ich hier unten mal die Schablone ein. Das wäre natürlich ganz praktisch, weil das dann schon am Rand ist und dann würde der Rand gerade werden, aber trotzdem. Da kann ich nicht mit Mehrfachaufsetzer pinnen. Finde ich auch blöd. Aber ich kriege das echt hier so 10er-Aufsetzer oder 8er-Aufsetzer, kriege ich nicht hin. Ich hatte mich vorhin gerade gewundert, warum ich hier zweimal die 2 habe. Die 2 ist unterschiedlich, aber stimmt, da war irgendwas. Bei dem Bild war irgendwas. Aber irgendwo war die zweite 2, die kam irgendwo rein. Hier ist eine 2. Hier ist eine 2. Sieht die anders aus? Die ist etwas kleiner. Dann wird es wahrscheinlich die sein und hier oben die andere. Also einmal blau und einmal lila. Stimmt, hier ist nämlich auch noch eine 2. Die füllt es auch aus. Es hat nämlich die gesagt, dass da nur ein einziges Feld war. Helft mir mal. Oder irgendjemand, ne, Tiastini oder irgendjemand von ihren Followern. Ich glaube, das war nur das eine Feld, weil bei der ist ja hier die 2. Hier ist die 2. Unten war, glaube ich, auch noch. Oder? Nee. Hier. Ah, das ist mehr. Und ich glaube, das war die. Also ich hoffe mal, dass das dann trotzdem passt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich richtig liege. Das Video ist auch schon eine ganze Weile her. Die hat ja mittlerweile schon wieder einige Mystery-Boxen gehabt. Ja, was soll jetzt? Also ich finde es auch nicht schlimm, weil ehrlich, sowas passiert. Wenn man mehrere Bilder in Auftrag gibt, also wenn man jetzt zum Beispiel richtige, normale Bilder, wo eben jeder weiß, wie das Motiv aussieht, und die Farben in Auftrag gibt, das finde ich, ist schon schwer, aber immer noch einfacher, als bei so einem Mystery-Bild, wo man ja selber nur die Symbole hat. Ich finde auch vom Pinten her ist es einfacher, wenn man das Ganze farbig hat. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und jetzt hast du hier die ganzen bunten Farben. Ich finde es bedeutend einfacher als das hier alles, wo alles gleich ist. Also ich glaube, als Anfänger bist du besser beraten, wenn du erstmal nicht mit einem Mystery-Bild anfängst. Ich glaube, das macht auch keiner. Fängt irgendjemand mit einem Mystery-Bild an? Wahrscheinlich nicht. Also irgendwie finde ich halt meine Farben nicht. Obwohl ich es mir schon rausgenommen habe, finde ich es trotzdem nicht. Ich habe gerade mal in die Kamera geguckt. Ah! Dass das Mond ist, das war mir schon klar. Aber ich sitze hier nur wirklich unmittelbar davor. Ne? Ich sehe das wirklich nicht. Aber hier ist ein Kreuz. Das ist ein Kreuz. Und das ist ein E. Ist da wirklich irre, dass man das nicht, wenn das vor einem liegt, sieht. Aber stimmt, das ist ein E. Deswegen sage ich, wenn man das in der Kamera sieht, sieht das echt
anders aus. Vor allen Dingen der Mond, der sieht cool aus. Sieht aus wie so ein richtiger Mond. Dann wird es wahrscheinlich doch ein Halloween-Bild werden. Es bleibt spannend. Also ich meine, ich würde es ja beim Schneiden dann sowieso sehen. Aber wie gesagt, bei meinem anderen, bei meinen, mit den Fischen, mit den Kois, habe ich es nicht gesehen. Habe ich wirklich bis zum Schluss nicht gesehen. Aber hier wird irgendwas mit Halloween. Na gut, mein Halloween ist ja markant. Also, das ist schon sehr markant. Also ich finde es cool. Mir gefällt's. Mir gefällt es jetzt schon. Schon alleine der Mond gefällt mir. Sieht so richtig realistisch aus. Ja, Oma hat dich auch mal etwas weiter gepähnet. Aber nicht so sehr. Ich finde halt echt meine Form nicht. Ich habe auch hier, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das nicht sortiert. Das macht sich einfacher. Weil die anderen Farben, die halt die meinem über 100.000 Steinbild, da habe ich sie sortiert. Weiß ja auch, wie viel waren es? 60, knapp 60, irgend sowas. Also da habe ich es wirklich sortiert. Aber bei dem war ich irgendwie auf dem Standpunkt. Nein, das sind ja nur 35 Farben. Halt, ich muss hier oben erstmal einen Stein reinkleben. Hab ich ja gerade gar nicht gemacht. Also mit der Konzentration ist es halt auch nicht so hier bei dem Bild. Wenn du mein Video mit dem Haufen der Schande gesehen hast, ich bin schon ziemlich weit. Ja, ziemlich weit heißt, ich habe ein Projekt fertig. Und also wirklich fertig. Also ja, ich muss es nur waschen, ich muss es noch spannen. Aber es ist fertig gestrickt. Sag mir, es ist fertig gestrickt. Und eins, bei einem stricke ich gerade sehr regelmäßig dran. Fertig habe ich diesen Poncho, wo ich dir gezeigt habe, dass ich das zweite Teil noch stricken muss. Das hat ich irgendwie alleine gestrickt. Ich weiß nicht. Und jetzt gerade aktuell habe ich dieses Mosaiktuch in der Hand. Ich habe ja das nochmal aufgemacht. Ne? Ich hatte ja bei dem, wo ich das Video gedreht habe, hatte ich ja den Fehler gesehen. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen, als ich das auf meinem in der Hand hatte. Ich hatte das erst beim Video gesehen, denke ich so, nein. Ich habe ja das Tuch schon fotografiert gehabt, einen Beitrag damit geschrieben und da ist mir das auch nicht aufgefallen. Mir ist es wirklich erst in dem Video aufgefallen. Und habe ich jetzt bis dahin nochmal aufgetrennt. Ja, irgendwie, ich, also bei einem Mosaikmuster kriege ich das echt nicht hin, dass ich jetzt nur die eine einzige Masche auftrenne. Es übersteigt meine Fähigkeiten. Weiß nicht. Und bei dem ist ja auch, dass immer die eine, ich stricke es ja in schwarz-weiß und einmal wird die weiße mit schwarz und dann wird die wieder mit weiß gestrickt. Also die, und bei einer Masche wird das weiß gar nicht mit schwarz gestrickt und damit ist das natürlich, und ich glaube, das war genau die Reihe, die mal mit gestrickt wird und mal nicht mit gestrickt wird. Und das ist echt, das übersteigt meine Fähigkeiten. Da will ich mich, was heißt Fähigkeiten? Nein, das ist schon auch nicht ist. Würde ich schon hinkriegen. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Aber ich habe da echt keine Lust drauf, mich damit zu beschäftigen und dann zu überlegen, wie die Maschen dann gestrickt werden, dass das dann am Ende wirklich alles wieder aufgeht. Also da bin ich schneller, wenn ich das Tuch wieder auftrenne. Noch dazu, ich war ja sowieso noch nicht so weit. Also ich war ja noch relativ am Anfang. Und da habe ich das nochmal aufgetrennt. Ich habe das Tuch ja sowieso schon mehrmals aufgetrennt. Also erst hatte ich habe es aufgetrennt, weil das Maschenbild mir zu fest war. Ich mache ja keine Maschenprobe. Nein, aus Prinzip nicht. Ich habe in der ganzen Zeit ein einziges Projekt wirklich vergeigt, weil ich keine Maschenprobe gemacht habe. Das war meine Jacke. Da wäre eine Maschenprobe ganz gut gewesen. Aber ich mache auch sonst, wenn ich eine Jacke stricke, keine Maschenprobe. Und es hat immer gepasst. Aber bei einmal war die Jacke dann, ja, ich hätte sie anziehen können, aber mir waren die Ärmel zu eng. Also irgendwie, die war zu klein. Die war definitiv zu klein. Da hat sich dann meine Tochter gefreut. Die hat sie auch dann gleich sofort sich geschnappt. Aber sonst habe ich echt noch nie ein Projekt vorgeigt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Nee, also ich glaube, ich habe wirklich noch nie irgendwie mal ein Projekt vorgeigt. Weil ich hasse Maschenproben. Ja, ich weiß, jeder, der jetzt strickt, sagt dann, ja, das gehört aber dazu. Ja, kann schon sein, aber ich mag es trotzdem nicht. Stimmt, aber vor, da sieht man es auch. Also es ist eindeutig ein E. Aber das ist doch kein O.
Also ich will mal nicht sagen, dass das ein O ist. Macht ja keinen Sinn, dass das das O ist. Oder es ist genauso bunt. Ist oben mit irgendwas drin. Das sieht immer noch aus wie ein Gnom. Das Ding hier. Könnte echt einer sein. Hier die Mütze. Zum Schluss ist es wahrscheinlich ein Elefant. Das wird kein O. Es bleibt spannend. Es ist echt spannend. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Dann danke ich dir heute fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.